Liebe Freunde und Freunde der Kunstkantine, unsere 97. Ausstellung, Gemeinschaftsausstellung, ist auch Sarah dabei mit ihren wunderbaren Bildern. Die anderen tollen Bilder sind unten, aber es ist jetzt auch zu laut. Sarah, schön, dass du hier bei uns ausstellst. Du bist eine Künstlerin aus Hamburg und erzähl mal, wie du zur Kunst gekommen bist. Ich habe eigentlich schon immer gemalt. Als Kind habe ich schon ganz viel gezeichnet mit Bleistift und habe es in der Schule gern gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Öl zu malen und habe dann auch Acrylöl bestellt und habe das einfach weitergemacht. Ja. Du hast es weitergemacht. Und jetzt im Moment malst du jeden Tag oder je nachdem? Ich versuche es. Jeden Tag. Ich arbeite ja noch nebenbei und versuche dann abends zu malen. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn ich kann nur malen, wenn das Kind schläft. Ja, süß. Aber es macht mir trotzdem sehr viel Spaß. Du hast viele Naturbilder und Tierbilder. Hast du da eine Inspiration oder wie stehst du dazu? Okay, also abstrakt machst du natürlich auch, aber du hast auch ganz viele Naturbilder und Tierbilder. Das ist wirklich super schön. Das eine sieht ja wie ein Aquarium aus und das andere wie so ein Tropenwald, Wasserfall. Traumhaftes Bild, müsst ihr nachher mal gucken. Also ich lasse mich eigentlich inspirieren von unseren Urlauben jedes Jahr. Und ich liebe die Natur und ich möchte auch mal ein bisschen Ruhe haben im Urlaub. Und, und dann mal eigentlich mal auch im Urlaub. Ich habe dieses Jahr ein paar Leinwände mit dem Urlaub genommen und habe einfach die Natur genossen und habe dann losgemalt und habe das gemalt, was ich gesehen habe. Super schön. Du hast heute auch was Besonderes. Du hast eine Tonka organisiert. Ja. Für Kinderkrebsstation Eppendorf in Hamburg und das liegt dir besonders im Herzen, aber du gibst auch was gerne zurück. Wie kommst du dazu jetzt? Mit Tombola. Wir machen natürlich auch Tombola. Es ist ja mal so etwas zurückzugeben, ne? Was Gutes zu tun. Genau, also ich bin so von mir aus so eine Person, ich gebe gerne. Und ich möchte was Gutes tun, auch heutzutage in dieser Welt. Und wenn ich so sehe, was so in den Nachrichten passiert, ich möchte einfach jedes Jahr gerne mal was Gutes tun. Ja. Ne, es geht mir ja gut. Ja. Und wenn ich weiß, es geht anderen nicht so gut, dann möchte ich schon ein bisschen versuchen zu helfen. Ja, toll. Wir haben ganz tolle Preise von ihr und von mir natürlich und von ein paar anderen, die jetzt hier mitmachen. Ja, da bin ich mal gespannt. Das wird schon ganz gut verkauft und kommt zu guten, wie gesagt, Kinderkrebsstationen in Eppendorf. Hast du noch ein Message für unsere Zuschauer oder zu unseren Kunstinteressenten? So, was dir so spontan einfällt für deine Kunst und für dich? Ja, eine Message. Also, ich würde sagen, betrachtet meine Bilder nicht so, wie ich sie erzählen möchte, sondern macht euch euer eigenes Bild aus, weil ich ja viel abstrakt male und die Leute sollen sich die Bilder angucken und vielleicht sich ihre eigene Geschichte daraus bilden. So, was sehen sie in diesen Bildern? In diesen Bildern. Genau. Ja, ach toll. Das ist ja schon mal sehr gut. Ja. Die letzte Frage. Hast du noch Träume? Wo möchtest du mit deiner Kunst hin? Viele haben gesagt, nach New York. Aber du bist ja schon Hamburg Hafen City. Ich habe gestern noch gesagt, ich möchte gerne in Mailand ausstellen. Oh, schön, ja, toll. Ja. Genau. Träume werden wahr. Ich hoffe es. Ja, vielen Dank, dass du bei uns aufstellst. Gleich geht's los. Wir sind beide aufgeregt und ich freue mich auf euch alle. Eure Lissi.